Tja, hallo Freunde und herzlich willkommen hier beim Hilbilly auf dem Tisch. Ihr seht schon wieder meine Sauerei. Ich wollte eigentlich losziehen und für den Kanal von der Goldwäscher noch eine Videoantwort drehen. Da habe ich gedacht, auch wenn ich doch schon draußen unterwegs bin, nehme ich doch meinen Kocher mit und mache mir mindestens einen Kaffee oder probiere eins dieser tollen Nudelgerichte aus, wo ich da letztens im Lidl gefunden habe. So zu mitnehmen, diese Tütendinger. Und nachdem ich ja hier letztens schon. Ach, so ein Video habe ich noch gar nicht vorgestellt, wirklich. Kommt jetzt so an, in welcher Reihenfolge ich die Videos ausstrahle. Hatte ich ja hier für die EDC-Box ein schönes eine Verwendung für diese Dose gefunden, nämlich für meinen Espit-Kocher Mini-Set, ne, in dieser alten Pfefferminzdose. Kann man hier schön alles unterbringen. Hat man eine schöne Mini Kocher dabei für morgen Kaffee, heiße Tasse Tee, eine kleine Suppe oder so. Und dann habe ich immer ein bisschen eingetütet, habe ich mir überlegt, diese doch sehr knapp bemessenen Baumwolltaschen der Bushcraft Essentials Boxen, ne, da. Das Ding habe ich alles schneller auf und abgebaut, wie ich das aus der Baumwolltasche gepriemelt habe. Außerdem geht die an der Naht schon links und rechts auf. Dann habe ich gedacht, okay, mache ich mir doch die Platten auch zusammen mit einem Karabiner, dass ich keine Einzelteile verliere. Hier habe ich ja überall Löcher, wo man Karabiner durchmachen könnte. Hier kriegt man hier durch, hier kriegt man noch durch und die beiden Topauflagen würde man auch den Karabiner durchbekommen hier, ne? Nur hat natürlich das Ascheblech hat natürlich kein Loch. Habe ich mir überlegt, ob ich ein Loch reinbohren soll, aber das ist ja nicht gerade Sinn und Zweck der Sache, dann vom Ascheblech ein Loch drin zu haben. Dann habe ich gedacht, nee, da suche ich mir ein anderes Behältnis. Dann habe ich hier noch so alte Tasche hier ausgeräumt. Ich mache das mal hier rein. Das wäre auf jeden Fall schön groß genug, um noch anderes Zeug mit reinzunehmen. Dann laufe ich jetzt noch ein bisschen drin rum. Und dann bin ich an meine alte Pixendose gekommen, wo ich gedacht habe, okay, schmeiße ich mal hier den Scheißdreck raus, was da drin ist. Aber das ist da ein bisschen, die großen Teile, die liegen dann schräg drin ein bisschen und ich wollte sie nicht verbiegen, da fehlen ein paar Millimeter. Nicht, dass da mal was umgebogen wird, was blöd wäre. Ja, und dann habe ich ja hier den durch meine EDC-Box jetzt, die in weniger Platz braucht im Rucksack, den Maxpedition übrig, den großen. Aber hier ist das fast auch zu wenig Material dafür und dann, ja, im Expedition gibt es ja auch in klein, nämlich in Mikro. Und der Mikro-Organizer ist ein wunderbares, cooles Transportbehältnis für die Standard-Bushbox, die hier wunderbar reinpasst. Und hier der Reißverschluss zugeht. Ne? Kann man noch ein bisschen Kleinkrumm reinmachen, dann auf der anderen Seite ein paar Tampons rein als Zunder noch. Und dann hat man eine wirklich standardgemäße, absolut ultra coole Verpackung. Das war es nur so, wenn man es aufmacht, fliegen hier die Teile gleich raus. Hinten in die Tasche passt es nicht rein. Die großen Teile wegen den Seitennasen. Ne? Da fehlen einfach weiß ich, ein paar Millimeter Platz. Ich denke, wenn man das zu oft rein und raus macht, ereilt diese Tasche wahrscheinlich das gleiche Schicksal wie die Baumwolltasche, dass nämlich die Seitenränder aufgerissen werden. Jetzt habe ich gedacht, hier unter das Gummiband müsste es doch eigentlich passen, ohne so viel Schaden anzurichten. Und hier ist ja nur diese eine Naht in der Mitte. Habe ich mir gedacht, vielleicht trenne ich diese Naht auf und kann dann eben in dieser Breite hier die Teile drunter ein bisschen fixieren, die kleinen Teile hier, die beiden kleinen Teile, die kann man ja auf der Seite reinstecken, ne, die verschwinden da hinten, die fliegen da nicht gleich raus und man muss es mal hier an den beiden großen Teilen ausmessen, ne. Wenn das nämlich hier drunter wäre in der Mitte, würde das Gummiband nämlich genau zwischen den beiden Nasen durchgehen und die Teile doch so fixieren, wenn man dann unten eins drunter legt und dann die ganzen kleinen Teile, ne, die haben ja alle hier diese Aussparung. Das würde eigentlich alles prima zwischen die Naht passen. Vielleicht könnte man noch die kleineren, der Rost und das Ascheblech, die haben ja keine Nasen auf der Seite, die sind ein paar Millimeter
schmäler, die könnte man ja wunderbar da hinten drin unterbringen. Ne? Die passen ja hier rein, ohne dass die irgendwo hängen bleiben oder was aufreißen. Und hier diese beiden Top-Auflagen, die gehen ja auch nicht verloren. Gut, zur Sicherheitsgründe werden wir auch hinten reinmachen. So, aber für diese vier Teile mit den Nasen, die Seitenwände, da habe ich mir gedacht, wäre doch hier diese Stelle perfekt. Und unter den Gummi, unter das Gummiband. Dazu muss ich aber diese Naht hier auftrennen, damit ich das hier in die ganze Seitebreite habe. Innen ist es nur dagegen. Ja. Sollte also gehen. Werden wir mal vorsichtig auftrennen. Dann dazu brauche ich was wirklich Spitzes und Scharfes. Das probieren wir doch mal hier mit dem Spider-Coder unter die Fäden zu kommen, ohne was zu beschädigen. Das wird jetzt ein bisschen ein Gepfriemel. Okay. Möglichst wenig vom Gummiband verwischen, dafür viel der Schnur. Erstmal ein bisschen alles auftrennen und anschließend mit einer Pinzette die Schnurfetzen durchstülpen. Aufpassen, dass man sich nicht in die Finger stupft mit dem Ding. S30V ist scharf und spitz, vor allem wenn er aus dem Hause Spyderco kommt. Natürlich gut vernäht, muss man aufpassen, dass man nicht zu fest reißt, dass man nicht noch eventuell das Material drunter beschädigt. Hier oben ist es doppelt und dreifach vernäht. Wenn man sich da ganz vorsichtig durcharbeitet oder von einem Victorinox, die kleine Klinge ist da bestimmt sehr hilfreich. Wenn man es an genug Stellen aufgeschnitten hat, kann man ihn auch irgendwann mal rausfädeln. In der Mitte ist es schon offen. Das ist eine Sisyphusarbeit. Da brauchst du eigentlich ruhige Hände dazu, was ich nicht habe. Aber wenn man ganz vorsichtig ist, schneidet man sich hoffentlich nicht in die Finger und hoffentlich nicht ins Material der Tasche. War jetzt nicht so dramatisch. Jawohl, es geht hier wesentlich mehr Faden raus. Jawohl, und offen. Okay, unten der Faden raus. Das sieht jetzt so aus, hat mal ein paar Löcher hier drin, ne? Und da unten, aber sollte hoffentlich nicht weiter aufreißen. Sonst kann man da auch vielleicht noch ein bisschen ein Panzertape drunter kleben. So, Messer wieder zu. Schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wäre jetzt nicht schlecht, weil jetzt habe ich den schon kaputt gemacht. So. Würde ja nicht so ganz in der Gegend rumflattern. Ja. Passt so rein und hat halt doch ein paar Millimeter mehr Luft als in den hinteren Taschen, und diese Teile sind halt einfach ein paar Millimeter breiter durch die Nase. Es geht besser, man schiebt sie von oben rein. Jawohl, bam, wunderbar. Wenn alle vier drin sind, dann sitzt es auch ein bisschen stramm, und jetzt fallen die Kocherteile nicht gleich in der Gegend rum, ne? Wunderbar. Und die anderen Teile kann man prima hier verstauen. Und jetzt hat man ja ein geiles Case für die Buschbox. So geil. Die Easy-Box hier in der Pfefferminzdose unten drin mit Speedcore, Feuerzeug und zwei Wattepads.
werden wir jetzt hier auch noch ausstatten. Mit einem, das klemmt unten, das ist also so ein Reißverschluss, ist da immer hier dieses Zeug hier drunter, das Innenfutter. Werden wir hier noch ein Feuerzeug reinmachen und zwei Tampons. Und dann haben wir hier einen wunderbaren Platz für die Buschbox, die Standard-Buschbox, und brauchen nicht mehr auf dieses Baumwolltäschchen zurückzugreifen. Ne? Die große Buschbox XL passt leider nicht in den Fetti rein, die ist halt doch noch eine Nummer größer, aber für das lasse ich mir auch noch was einfallen. So, also holen wir noch ein bisschen Zunder. Und habe ich nicht noch irgendwo ein Feuerzeug rumfahren gehabt? Nein. Oh. Hier ist ein Stückchen Kienspan. Das ist natürlich schon mal hervorragend. Wenn wir hier alles fürs Feuer reinmachen. Ich habe ja noch mehr Strumpfhorn. Mal in meiner Feuertüte gucken. Da habe ich noch alles drin fürs Feuer. Da fährt doch bestimmt noch ein Feuerzeug rum. Scharfes Zeug. Na, kommt die mal hier raus. Scharfes Zeug könnte eigentlich auch noch in die Dose passen. Eins. Jawohl. Sehr gut. Ich wollte noch eins hier rumfahren. Ich hätte nur noch mal ein Kienspan. Karabiner könnte man hier hinmachen, dann hat man die Möglichkeit, den ganzen irgendwo hin zu karabinen. Der Feuerstahl ist hierfür ein bisschen zu heavy. Das andere Feuerzeug hier. Hier haben wir noch ein bisschen Kohleschnur, ist natürlich auch noch ein guter Zunder. Vielleicht auch noch da hinten rein, ja, da könnt ihr immer hier rein machen. Jetzt hier hinten runter. Die gibt es übrigens auch bei Bushcraft Essentials. So, und dann gehe ich mal noch mal ein Feuerzeug suchen und vielleicht noch ein paar Tampons der Frau klauen. Das sind nämlich wunderbare Zunder, wenn man die aufmacht. Ne? Sieht immer ein bisschen komisch aus, wenn du das zum ersten Mal auspackst und verwendest vor jemand, der da mit, was weiß ich, draußen Feuer machen und grillen irgendwie so gar nichts am Hut hat. Die gucken immer dann sehr total komisch aus der Wäsche, wenn du hier als Mann anfängst mit Tampons zu hantieren. Aber wenn man mal die Teile aufflustert und hat hier so einen richtig großen Wattebausch und da ein Funken reinfliegt und die Leute sehen, wie gut so ein Ding anbrennt und wie schnell und wie einfach man damit ein Feuer ankriegt, sind die Leute dann doch immer wieder überrascht. Ne? So Wattepads tun es natürlich auch. Noch ein bisschen mit Wachs drauf, dann brennen sie auch länger. Aber jetzt gehen wir mal noch mein anderes kleines Feuerzeug suchen. Also, bis gleich. So, die kleines Feuerzeug wieder gefunden. Und auch noch Tampons. Aha. Die guten sogar. OB Pro Komfort. Ne? Pro Komfort zum Feuer machen. Ja, ist immer irre. Ja, aber man muss halt beim Improvisieren ist einfach wichtig. Und beim Improvisieren spielt man Ästhetik und was weiß ich, irgendwelche Konventionen keine Rolle, sondern es geht nur darum, ein Problem zu lösen auf die praktische Art und Weise. Ne? Und so ein eingepackter Tampon ist ziemlich gut feuchtigkeitsgeschützt. Und somit haben wir den Karabiner, machen wir noch hier dran. Das ist kein stabilen zum Klettern oder irgend sowas, aber der reicht wunderbar, um das im Notfall irgendwo dran zu kippen. Ne? Weil hier sind keine Molle-Schlaufen, sondern nur so ein Haken. Und somit haben wir jetzt ein wunderbares Täschchen für die Buschbox. Alles sauber aufgeräumt. Hier sind die beiden Platten drin und die beiden Topauflagen. Hier die vier Seitenwinde, muss man nur diese Naht auftrennen. Hinten haben wir noch ein bisschen Kohleschnur und Feuerzeug, zwei Tampons, ein bisschen Kienspan. Ne? Und das Ganze geht hoffentlich auch noch gut zu, weil der, ja super, der Maxpedition Micro Pocket Organizer hat dann natürlich keine Seitenwand hier drin, um wirklich Höhe hier zu gewinnen, sondern besteht ja nur aus den beiden
Wänden mit einem Reißverschluss zusammengenäht, weil da also hier noch ein dritte Element drin ist, um beim Fetti die Höhe zu bekommen. Ne? Aber das ist ja jetzt dann wohl, ne? Ebenfalls die echt geniale Tasche, um die Buschbox plus Zunder zu verstauen. Geil. So. Draußen regnet's. Das ist mein Stichwort. Ne? Wenn es regnet, dann geht der Hilbili gern raus. Weil beim schönen Wetter hast du bloß Touris draußen. Hier haben wir die ganz kleine. Ach ja, genau, da links fehlt noch was. Genau, wir machen hier mal. So, haben wir hier noch ein scharfes Tütchen. Sieht man schon von außen. Das Set ist scharf. Geile Sache, ja. Wenn man rausgeht, kann man hier das Victorinox dazu, dann ist man ausgerüstet. Hier die Box verpacken wir hier in dieser Plastiktüte nochmal. Dann geht sie nicht auf. Ich will mal ein breites Gummiband drüber machen. Aber das ist hier der kleine Notkoffer. Der würde sogar Platz hier in einem Expedition finden. Mit noch anderem Zeug. Ne? Also hier, diese Taschen sind schon wirklich vielseitig. Jo. Die Baumwolltasche hat ausgedient und dafür der Micro Pocket Organizer. Ich wusste jetzt das gar nicht, was ich mit dem anfangen soll. Der war noch in der Anschaffung geplant für das EDC, aber in meiner großen EDC-Box kriege ich das Zeug einfach besser unter und wasserdichter und so. Und dann habe ich gedacht, ich werde schon eine Anwendung dafür finden. Und hier oben geht immer dieser blöde Stoff dazwischen beim Aufmachen. Ja, muss mal ein bisschen vorsichtig aufmachen. Leute. Gutes Täschchen für eure Buschbox. Wenn euch das Baumwolltäschchen auseinandergefallen ist, holt euch ein Maxpedition Micro Pocket Organizer. Gibt es in diversen Online-Shops, kostet so um die 17 Euro, habe ich glaube ich bezahlt. Ist nicht die Welt, aber ein schönes, praktisches Täschchen. Also Leute, jetzt geht's raus. Ich spüre schon ein leichtes Hungergefühl. Ne? Wir müssen ja erst noch dahin und dann muss man noch ein bisschen Feuer gucken. Ne? Schauen wir mal mit dem Multitopf, ob wir das alles so hinbekommen, wie ich mir das vorstelle. Oh, da können wir dann gleich die neuen Salz- und Pfefferstreuer verwenden. Ja, und dann mal schauen. Nehmen noch ein. Nehmen wir noch ein bisschen mit. Naja, ein Teelicht zur Sicherheit habe ich gerne eins dabei. Und beim Feuer machen kann man da schon mal die an einen windgeschützten Ort stellen. Dann hat man im Notfall immer noch mal ein Backup-Feuer. Wenn es zum Essen geht, brauche ich natürlich auch noch mein Titansborg. Ne? Ich will ja die heißen Nudeln nicht mit den Flossen futtern. Dann hoffe ich mal, dass wir den Zunder, den wir dabei haben. Hier liegt noch ein Wattepad rum. Jawohl, das nehmen wir gerade noch mit. Dass der Zunder ausreichend ist. Hier hätten wir den großen Feuersteel, aber ich habe ja den kleinen in der EDC-Box. Ne? Ach Quatsch, ich habe ja ein Feuerzeug hier drin. Hier ist ein Feuerzeug da drin, ist ja wunderbar. Also, was haben wir hier? Was haben wir hier rein? So, da ist noch ein bisschen Luft drin. Diesen einzelnen Wattebausch noch hier rein. Eins mehr kann ich schaden. Kocher ist klar. So. Los geht's. Ciao Leute. So, hallo Freunde. Nach dem Zusammenstellen im Micro Pocket Organizer mit dem kleinen Feuerset und der Buschbox, die hier prima reinpasst, dass halt mal eine gute Kombination ist zwischen ordentlicher Energieleistung, um auch mal mit einem größeren Topf zu kochen und noch Kompaktheit, weil so ein Micro Pocket Organizer ist ja wirklich nicht riesig. Habe ich auch gleich noch Inhalt und Verwendung für meinen Fettel gefunden. Da habe ich einfach mal mein ganzes restliches übrig gebliebenes Zeug reingepackt und da konnte ich wunderbar hier meine neue EDC-Box als Espit-Brenner verwenden. Ja, die liegt da unten drin. Zwei Pads, zwei Espit und ein Feuerzeug. Ne? Das passt nämlich in den Fetti. Ne?
kann man das natürlich wunderbar hier unterbringen. Dann ist natürlich hier noch ein bisschen Kiesporn. Ich habe noch zwei Teelichter hier reingemacht. Der große Fire Stick, der Striker, hier hinten nochmal eine Reserve-SP-Tablette und nochmal Wattebäusche bis zum Abwinken. Und da habe ich dann auch endlich noch Platz gefunden, um das Chartloss unterzubringen. Und damit habe ich auch mein restliches Feuerzeugs. Und noch zwei Papiertaschentücher. Mein restliches Feuerzeugs sinnvoll verstauen können, ohne dass alles Mögliche immer wahnsinnig in der Landschaft rumfährt. Wenn das hier Einzelteile rumfahren und da Einzelteile rumfahren, okay, da ist sogar noch ein bisschen Platz, da könnte man sogar noch ein bisschen Paracord hier reinstopfen. Hat man das dann auch noch dabei und fährt nicht wieder so in der Gegend einzeln rum. Das kann ich irgendwie nicht leiden, wenn alles irgendwie im großen Schubkarton rumfährt. Wenn man doch noch solche Verpackungsmöglichkeiten hat. Ne? Und alles andere, was jetzt noch lose rumfährt, kommt eben in diese Tasche rein. Das ist so ein Ring der übrig, obwohl das machen wir an einem Schweizer Taschenmesser. Dann ist es auch wieder versorgt. Und dann ist ja nur noch ein Tactical Pen über und wir haben wieder eine weitere leere Dose, für die wir ganz sicher auch wieder Verwendung finden. Aber dafür muss ich sagen, sind diese Maxpedition Organizer wirklich perfekt. Hier nach leichtem Umbau der Mikro für die Buschbox und hier für wirklich große Feuerutensilien plus sogar hier einmal einen kompletten Espit-Kocher und Outdoor-Kriemskrams, ne, hier, da ist so viel Platz, da kannst du auch noch ein fettes Victorinox reinpacken. Hier mal nur ganz kurz noch die Fetti-Verwendung für Feuerzeugs, ne. Da hat man also wirklich wunderbare Kombinations- und Stauraummöglichkeiten mit diesen Sachen. Aber das gefällt mir richtig gut. Der Mikro-Organizer mit der Standard-Buschbox drin. Das ist so ein flaches, kleines Teil. Cool. Und man hat wirklich die Möglichkeit, richtig ordentliches Feuer zu machen. Ne? Also Leute, heute nur ganz kurz. Danke fürs Reinschauen. Bleibt gesund, viel Spaß mit euren Kochern. Und jo, wir sehen uns draußen im Schwarzwald. Also,